Andererseits habe ich nicht einmal die Person im Dunkeln erkennen können. Vielleicht hat sie ihr Silberschwerter dabei. Quatsch, so ein Unsinn. Was sollte Karin, eine europäische Austauschschülerin, mit der Sache zu tun haben? Sie war nur ganz normales Mädchen gewesen. Naja, wasche ich nur noch kurz das Geschirr ab und dann... Moment mal. Wieso wollte ich sie abwaschen? Kanina sagte doch, dass ich sie stehen lassen sollte. Ich bin nämlich irgendwie seltsam. Der Film gefiel mir nicht, dabei habe ich den früher gerne geschaut und das will ich auch nur abwaschen. Ich benahm mich wie ein Mädchen. Naja, solange ich nicht plötzlich auf Jungs abfuhr. Aber das konnte ich ausschließen. Mädchen mit Karens Aussehen waren mein Typ. Auch als Mädchen empfand ich so. Egal welchen Körper ich hatte, die Gefühle und Empfindungen blieben nur einmal gleich. Tomoya, du lässt das jetzt stehen und machst dich auf die Suche nach Hatsumomo und diesem Mann. Gesagt, getan, ohne weitere Zeit zu verschwenden, schlüpfte ich also in meine Schuhe und verließ die Wohnung. Doch die Musik ist sogar. Kanina war vermutlich inzwischen bald in Ogasawaras und redete mit Kotomi. Erster Halt, Hatsumomos Wohnung. Obwohl es noch recht früh war, brannte die Sonne bereits unbarmherzig von oben hinab. Bei einer solchen Hitze war ich dankbar für die Klimaanlagen in der Schule und in Kaninas Wohnung. Puh, da wünscht man sich fast am Wochenende eine Schule zu haben. Haha, früher war es üblich, dass die Schüler auf Samstag den halben Tag lang in die Schule gingen. Ja, aber das Schulsystem war ziemlich streng. Das war schon früher auch so. Aber dann haben die Politiker versucht, die Schule etwas einfacher zu gestalten. Dabei fiel auch der offizielle Samstagsunterricht der Schere vom Opfer. Finde ich auch besser so. Gebracht hat das eher das Gegenteil. Schulen, die nach dieser Reform unterrichten, haben bei den Eltern meist einen ziemlich schlechten Ruf, so auch meine. Darum werden auch immer mehr Jugendliche auf Privatschulen geschickt, die meistens noch Samstags Schule hatten und eben nach den alten und strengeren Regeln unterrichten. Kurz gesagt, gut gemeint, aber ein Schuss in den Ofen für die Politiker. Im Moment wünschte ich mir aber, dass ich damals eingewilligt hätte, als mein Vater mich auf eine Privatschule schicken wollte. Es würde nicht meine Probleme lösen, aber wenigstens wäre mir dann nicht zu heiß. Puh, die letzten Tage gingen ja, aber heute ist es echt schlimm. Ich reichte schließlich endlich zu Momos Wohnung. Ein weißes Auto. So in der Scheiße. Ich habe mich auch beschäftigt, abwesend gestellt. Verdammt. Jetzt aber. So. Ein weißes Auto stand davor. Ein Zeichen dafür, dass sie zumindest wieder in der Stadt war. Und dass sie hatte Besuch. Was für ein Schlitten. Das war unmöglich, hat zum Momos Auto. Als Lehrerin konnte man sich so einen Schlitten gar nicht leisten. Ich kannte mich mit Autos nicht so gut aus, aber selbst ich konnte sehen, dass das Auto mehr als ein normales Auto gekostet hatte. Allein bei der Größe. Und als ich einen Blick durch das Fenster warf, erkannte ich sehr teuer wirkende Ledersitze. Dazu war es noch ein europäisches Auto, die kosteten hierzulande eher ein Vermögen. Ob sie Besuch hat? Noch mehr solche Freaks wie sie. Ich klingelte und wartete einige Sekunden. Dann klingelte ich nochmal und lauschte angestrengt. Schritte. Das war eindeutig jemand... Jemand da. Hey, machen Sie auf, Hatsumomo. Ich weiß, dass Sie da sind. Ich klingelte erneut, hämmerte dabei an die Tür, als sie sich tatsächlich plötzlich öffnete. Heraus kam allerdings nicht Hatsumomo, sondern ein verdammt großer Mann mit grauen Haaren und einem langen grauen Mantel. Wie sieht der denn aus? Okay. Seltsam. Es sah ein wenig wie ein Penner aus, irgendwie ungepflegt. Seine Statue war verdammt imposant. Ich hatte das Gefühl, als könnte er mich mit zwei Fingern zerquetschen und bekam daher erst einmal kein Wort heraus. Seine ganze Aura war imposant und wirkte verdammt tödlich. Was willst du? Ich will so hart zu Momo. Ich muss mit dir reden, und zwar sehr dringend. Meine Tochter ist nicht da. Tochter? Moment mal. Tochter? Da war der Mann also genauso wie sie? Ich blickte zu dem Mann auf und mein letzter Mut verließ mich. Hatsumomo war nur ein Stück größer als ich, aber dieser Mann war gut 2 Meter groß und er war muskulös. Ein falsches Wort und ich war tot.
egal ob er nur ein Mensch war oder nicht. Seine Aura ließ ihn wie eine Menschenwirkung der kleinen Mädchen, Jungs, dem ich zum Frühstück verspeist. Was willst du überhaupt noch von her? Das berichte ich über mir selbst. Wann ist sie denn wieder da? Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat. So lange, bis es dauert und dann verschwinde endlich. Er knallte die Tür von meiner Nase zu und ließ mich quasi im Regen stehen. Hä? Was ist denn noch von ihr? Moment mal, der Typ wusste, was Hatsumo mit mir getan hatte. Da war er also wie sie. Nur was war sie eigentlich? Bis ich das weiß, nenne ich sie erstmal Götter. Bei den Fähigkeiten. Ich drehte mich rum und lief in Richtung Innenstadt. Wenn ich weiter dort Sturm geklingelt hätte, ich bekam alleine bei den Gedanken an den Mann eine ganze Haut. Es habe ich schon 3 Leute, die scheinbar nicht menschlich sind. Hatsumomo, ihr Vater und dieser Mann. Hatsumomos Vater kann ich jedenfalls von der Liste der Leute, mit denen ich reden muss, streichen. Dem nähere ich mich keine 2 Meter mehr. Mein Handy klingelte und als ich es versuchte aus der Tasche zu holen, fiel mir erstmal auf, wie sehr meine Hände zitterten. Schließlich bekam ich das Handy dann doch in die Hand. Hallo? Hallo Tomoya, ich bin es, Kanina. Wer auch sonst, aus sie hatte bisher niemand die Nummer, ich hatte sie noch nicht einmal Mio geben können. Mio, die Gute stand vermutlich noch unter Schock. Ich bezweifle stark, dass sie nächste Woche in der Schule auftauchen würde. Ich komme gerade von den Okazawaras. Kozumi kommt heute Abend. Das geht also klar. Okay. Und was ist mit dir? Irgendwelche Fortschritte? Nicht wirklich. Gut, dann drücke ich dir weiter in die Daumen. Bis später. Danke. Oh, bevor ich es vergesse. Kozumi kennt dich. Sie sagte zu mir, dass sie sich freut, dich zu sehen. Okay. Ich legte auf und blickte in den Himmel. Kotomi zählte auch zu denen, die Tomoya Kanina kannten. Das bedeutete, dass bislang lediglich eine einzige Person sie nicht kennt. Und das war Shizuku Kanina. Sie war die einzige Person, die keine Erinnerung an ihre angebliche Schwester hatte. Warum gerade sie? Vielleicht lag es daran, dass sie dabei war, als ich mich verwandelte. Die Chance, dass sie deutlich nicht manipuliert werden konnte, war ziemlich hoch, oder? Zumindest war das realistisch. Sofern man in diesem Fall das Wort Realismus überhaupt noch gebrauchen konnte. Ach ja. Oh, wir nehmen noch ein Ding weiter auf. Kommen wir schön voran. Level 4, Abschnitt 2. Einige Zeit später erreichte ich den Park. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits einmal durch die gesamte Innenstadt gelaufen. Diesen Mann konnte ich aber nirgendwo entdecken. Jetzt ließ ich mich auf einer der Parkbänke nieder und trank gierig aus einer gekauften, bereits halb leeren als die Flasche. Puh, das tat gut. Ausgerechnet heute muss es so heiß sein. Hey, du kannst dich hier zeigen, komischer Mann. Niemand zeigte sich. Schade, hätte ja sein können. Nachdem er wie aus dem Nichts bei Makoto aufgetaucht war, dachte ich, dass er vielleicht wie ein Geist überall erscheinen konnte, wenn man ihn brauchte. Aber anscheinend war es nicht ganz so leicht. Mein Blick fiel auf die Uhr. Es war kurz vor Mittag, der Morgen war also erfolglos verlaufen. Ja. Und noch hatte ich ja den gesamten Nachmittag Zeit. Kotomi. Ich schloss die Augen und erinnerte mich an das Mädchen, das in meinen zweiten Erinnerungen diesen Namen trug. Kotomi. Die Erinnerungen, an die ich versucht hatte wegzusperren, überschwemmten mich wieder und ich erinnerte mich. Kotomi war nur ein Jahr jünger als ich und das erste Kind des weiten Mannes. Sie war ein Familienmensch, wollte es immer in der ganzen Familie recht machen. Anderen gegenüber war sie immer etwas schüchtern gewesen. Ich erinnerte mich daran, wie sie gelächelt hatte, als sie das erste Mal im Schrein aushelfen durfte. Aber auch wie dieses Lächeln verschwand, als ihr Vater beschloss, dass sie ihn übernehmen musste. Wollte sie nicht immer etwas anderes werden? Richtig, sie wollte nicht auch auf den Schrein übernehmen. Auch die Reisen zu den vielen Schreinen Japans gingen immer von ihrem Vater aus. Ich öffnete die Augen und versuchte alles, was nicht mit Kotomi zu tun hatte, wieder mein Innern zu versiegeln. Heute Abend musste ich mich nur an sie erinnern. Alles andere brauchte ich nicht. Ich dachte, dass du schläfst. Wer auch immer das ist.
und einmal erschrocken.